So, wir haben jetzt zwei Geräte, die eigentlich ein Center-Mikrofon haben. Da haben wir jetzt überall mal, gucken wir mal nach, ob alle wirklich laufen. Ja, Tastensperre ist auch überall drin, sehr schön. Ja, sehr gut. Haben wir jetzt alle mal auf hohe Empfindlichkeit und ohne Center-Mikrofon. 6.54 Uhr. Wir haben es kurz vor 7. Wir werden jetzt mal einen Kaffee machen. Das bedeutet also mit allen Geräten, das ist eine Parallelaufnahme. Eine Parallelaufnahme mit dem LS14, mit dem DM670, mit dem LS3, mit dem DM770 und mit dem LSP2. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich muss mal gucken, wie ich die ganzen Geräte alle so transportiert kriege. Aber das wird schon hinhauen. Das schaffe ich schon. Ich bin ja nicht von gestern. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf Geräte. Super. Hab sie alle. Ja, so klingt das jetzt. Und das heißt, wir gehen jetzt in die Küche. Schubladen sind alle zu. Ich werde mir einen Kaffee machen. Die Geräte werde ich alle auf den Schrank legen. LSP 2 und DM 770 habe ich auf weit 1 gemacht, wegen der Stereobreite, ne, damit die ein bisschen besser ist. Ja, dann schauen wir mal, wie diese Aufnahmen so werden. Das wird ein Spaß jetzt, eine Parallelaufnahme mit 5 Geräten. So. Da wären wir. So, ich lege die Geräte alle. Jetzt ganz vorsichtig natürlich. Hin. Der Reihe nach. So. Damit er das auch perfekt. So. Jetzt alle hier auf den Schrank. Ja, ganz außen der LS14. DM670, die LS3, DM770 und LSP2. So, alle Geräte jetzt mal ohne Center-Mikrofon. Ja, wir beginnen jetzt mit dem Kaffee. Ich guck gerade mal. Ja, doch, ich hab's genuckelt. Ja. Mal wieder eine ganz neue Sache jetzt. Mal gucken, wie sich die Geräte ohne Center-Mikrofon, also mit ausgeschalteten Center-Mikrofon, wie sie sich schlagen. Ich denke mal ganz gut. Dass die Aufnahme nicht zu lang wird. Ja, sodass wir die Aufnahmen alle ein bisschen in die Playlisten auch kriegen und dann auch die eine oder andere Aufnahme vielleicht sogar in Facebook mal gucken. So, eins, zwei, drei. Ja, und so klingt das jetzt. Ich werde das wieder beschriften. Na mir. Und dann schauen wir mal.
Rechner. Ja, also muss ich nicht mir fünfmal einen Kaffee machen, kann also gleich eine Sache abarbeiten mit einer Parallelaufnahme. Das ist vielleicht auch ganz interessant. So. Mia Hallo sagen. Mia, sonst meckert es nämlich wieder. Na, Mia? Ja, sonst meckerst du wieder, ne? Jetzt meckerst du wieder, ja, jetzt meckerst du wieder. Na, Dicke? Ja, das wollen wir doch nicht, dass unsere Mia meckert. Guck mal, die Sonne scheint, Dicke. Die Sonne scheint. Schön, ne? Da schnurrt sich's doch schöner, ne? So, darf ich mir jetzt den Kaffee machen, Dicke, ja? Sehr lieb von dir, danke. Ich beginne mit dem Kaffee. Sender-Mikrofon macht. Obwohl bei dem Gerät ja ein Sender-Mikrofon ist. So. Ich bringe erstmal. Achso, erstmal ausmachen hier. Das ist ganz wichtig. So. Genau. Und jetzt erstmal die Tasse wegbringen. Vorher passiert hier gar nichts. Die Geräte dran. Also, wir fangen wieder mit den LS14 an. Hier ist er. Dann den DM670. Dann den LS3. Dann den DM770. Und dann den LSP2. Gut. Ja, wir hätten ja noch den LSP4, aber der klingt ja im Grunde wie der LSP2. Ganz übertreiben wollen wir ja auch nicht. So, ich habe alle Geräte. Gut, wir beginnen jetzt die Geräte hinzulegen. Und zuletzt der LS3. Ja, da liegen sie alle. Da
Das schiebe ich mal ein bisschen nach rechts. So. Jetzt werde ich schon mal meinen Computer anmachen. So. Damit der schon mal arbeiten kann. So. Jetzt noch die Tastatur. Jetzt machen wir hier. So. Ich muss gleich mal gucken. Das Kabel ist hier am Bach. Für den jeweiligen Ohlenbus. So, dann trinken wir noch den Kaffee. Und dann denke ich mal, ist auch die Zeit gekommen, um die Aufnahme wieder zu beenden. So, aha, noch ein bisschen Zeit haben wir. Die Rechner muss ich erstmal eingrüben. So. Ja, ich sorge mal für ein bisschen Atmosphäre. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich mache mal das auf. So, das hätten wir. Ja, die Geräte arbeiten also. Mein Rechner, so Handy und Telefon lege ich hier vorne hin. Guten Abstand. Die Geräte sollten auch alle einen guten Abstand haben zueinander, damit die Mikros nicht blockiert werden. So. Ja, dann sage ich mal einen guten Morgen und zum Wohl. Es wird für euch wahrscheinlich erstmal ein bisschen blöd sein, wenn ihr denkt, fünfmal das gleiche Video. Aber wenn ihr das dann auf die Playlist verteilt seht, also ich tue ja jedes Video auch in die jeweilige Playlist, dann hat das alles schon einen Sinn. Dann brauche ich das halt nicht für jedes Gerät extra zu tun, sondern ich kann eine Funktion nehmen und die mit allen Geräten wirklich aufnehmen. Neben mir ist die Mia. Hallo Mia, wie geht's dir?
Wie geht's dir, meiner Mia? Hm? Ja, was denn? Ja. Wir haben ein bisschen Geräusche von draußen. Vögel. Ich gehe mal gucken, wie weit der Knall ist. Und dann werde ich euch auch die Aufnahmen einstellen. Wäre also aktualisiert. Ja, ja, bleib liegen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, so wissen wir halt, wie die Geräte sich alle auch ohne Center-Mikrofon schlagen. Wie gesagt, 770, DM770 und LSP2 mit Weit 1, damit es ein bisschen mehr Stereobreite gibt. Die anderen ohne Zoom. Und der LS14 hat ja kein Zoom. Ja, aber ich denke mal, so machen wir das. Ja, ich bin echt mal gespannt auf die Ergebnisse. Ich beende jetzt die Aufnahmegeräte nacheinander. Gut, ich beende erst das LS14. Thank you.